So, sichtbare Dinosaurier 2. Aktuell sind noch keine Gäste. Na, wobei doch, jetzt sind schon 63 Gäste drin. Das heißt, wir können jetzt halt mal schauen. Das war ins Kontrollzentrum. Die Fossilien wieder extrahieren. Und hier auch nochmal DNA extrahieren. Und das Gold können wir direkt verkaufen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine Expedition starten können. Wenn Dinge schief gehen, ja, okay, Stromausfälle vermeiden, machen wir alles klar. Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Und hier schicken wir nochmal ein Team jetzt wieder hin. Ein Expeditionsteam. Gut, schauen wir mal auf die Gästeverwaltung. Essen passt hier, trinken passt auch, Spaß passt auch. Also einkaufen passt, Spaß passt hier oben auch. Wie gesagt, hier oben haben wir halt, die haben überhaupt keinen Spaß, wenn sie ankommen. Und einkaufen können sie hier oben auch nichts. Schade. Aber dafür können sie durch den Park durchlaufen und da sich so ein paar Sachen anschauen. Was wir natürlich noch beachten müssen, ist halt hier nicht der Strom, sondern die Schutzräume. Denn wir brauchen jetzt hier definitiv einen neuen Schutzraum. Den können wir dann aber auch gleich mal bauen. Wir setzen erstmal einen langen Weg hier ran. So. Also wir erweitern den Weg in diesem Sinne hier und werden dann an der Stelle hier eben nochmal einen neuen Schutzraum platzieren. Jetzt gucken wir uns den Weg an. Ja, der sieht schon wieder ein bisschen holprig aus. Werden wir versuchen, das ein bisschen zu glätten. So gut es geht zumindest. Achso, ja, den Radius sollten wir ein bisschen größer machen. Und das gefällt mir halt, um ehrlich zu sein, jetzt hier, dieser Hubbel hier gefällt mir halt irgendwie nicht. Seht ihr das? Das werde ich jetzt nochmal wegmachen. Deswegen reißen wir den Schutzraum ab. Und werden jetzt hier nochmal gucken, dass wir das hier ein bisschen geglättet kriegen. Weil, das sieht dann halt irgendwie doof aus. Und gerade wenn man später mit dem Jeep dann hier lang fährt, da sollten die Wege schon so ein bisschen vernünftig aussehen einfach. Deswegen machen wir es jetzt auf diese Art und Weise hier. Selbst hier haben wir jetzt schon so einen Knick drin durch die Toilette hier, der mir halt irgendwie gar nicht so wirklich gefällt. Und ja, aus diesem Grund schauen wir, dass wir es hier ein bisschen angleichen einfach. Gut, gucken wir nochmal. Wir wollten immer noch den Schutzraum bauen. Ich meine, wir müssen ihn natürlich auch nicht direkt am Weg ran platzieren. Mal gucken, wie es jetzt halt aussieht. Da haben wir schon wieder diesen Knick drin. Nee. Kostet uns zwar jetzt jedes Mal wieder ein bisschen Geld, aber einen kleinen Versuch war es wert. Dann setzen wir den Schutzraum einfach hier in die freie Fläche rein. Und zwar platzieren wir den einfach hier. So. Und dann setzen wir einfach einmal den großen Weg hier direkt ran. Es wird immer noch ein bisschen schräg jetzt hier, aber das soll erstmal okay sein. Wir müssen natürlich immer noch dafür sorgen, dass wir keine Stromausfälle haben für die nächsten 6 Minuten und jetzt genau 25. Schauen wir uns die Fossilien an, die wir bekommen haben. Wir haben das, der Olorot-Titan haben wir jetzt komplett. Das heißt, wir können die Fossilien hier auch direkt verkaufen. Und Osmonium verkaufen wir auch. Expeditionsgrad hier oben teilweise erschöpft. Ja, schicken wir trotzdem nochmal ein Team hin, solange wir es können, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann schauen wir jetzt mal auf die Schutzraumversorgung. Und jetzt sehen wir auch, zack, haben wir jetzt hier wieder jetzt haben wir es zu 100% sogar erfüllt. Sehr gut. Darauf wollte ich hinaus. Essen sieht auch gut aus. Trinken sieht gut aus. Spaß und Einkaufen ebenso. Toilette halt eben auch. Wie gesagt, hier oben beim Eingang, da kümmern wir uns später drum. Bevor wir die Mission hier jetzt gleich machen, werde ich nochmal gucken, ob wir nochmal irgendwie so einen kleinen Fleischfresser neben dem Dilo holen können. Zum Beispiel den Dinon oder den Deinonychus zum Beispiel. Da kann man sich in Informationen reingucken. Idealer Bestand 0 bis 18, soziale Gruppe 3 bis 8.
sieht okay aus, kostet uns 557.000. Wir züchten uns davon einfach mal 2 Standard-Dinos. Mal gucken, ob die sich mit den Dilos vertragen. Dino, Dilo, gucken wir einfach. Und dann kriegen wir halt durch die höhere Vielfalt, kommt natürlich auch wieder, ihr ahnt es, mehr Besucher. Und das wollen wir ja. So, ansonsten ist der Dilo hier zufrieden, glücklich und happy. Passt also. Und da sieht soweit alles ganz gut aus. Die DNA verkaufen wir wieder und das Gold ebenso. Jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal was machen können hier. Ja, immer noch. Sehr gut, schicken wir wieder ein Expeditionsteam los. Wir können so langsam das nächste Gehege bauen und da mal ein paar Besucher drauf loslassen. Und ich denke, es bietet sich in diesem Bereich hier oben ganz gut an. Wir werden dazu nochmal die Landschaft nochmal ein wenig glätten. So, und natürlich brauchen wir in diesem Fall auch wieder ein Hammond-Entwicklungszentrum. Das werde ich jetzt mal hierhin platzieren. Und auch hier wieder die Landschaft ein wenig glätten. Wir können das Gefälle ja ruhig noch ein bisschen höher machen. So, wir haben auch neue Fossilien bekommen. Da schauen wir dann erstmal direkt rein. So, können wir verkaufen hier und Osmium genauso. Jetzt gucken wir, ob wir nochmal irgendwo eine Expedition starten können. Nein. Aktuell haben wir jetzt alles abgeschlossen. Das heißt, die Grabungsteams können erstmal hier auf der Insel bleiben, bis wir denn neue Möglichkeiten freigeschaltet haben. Gut, das neue... Achso, wir haben natürlich immer noch 2 Minuten lang keine Stromausfälle. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir... Vielleicht können wir mal ein großes Umspannwerk bauen. Weil das könnten wir eigentlich... Na, jetzt haben wir gerade keinen Strom. Achso, Moment, ein Gebäude hat keinen Strom. Puh, ich dachte gerade schon, die Mission geht den Bach hinunter. Müssen wir mal eben kurz schauen, wie viel brauchen wir denn da? 10. Und wir haben aktuell noch 14 ungenutzt. Ja, super, das passt doch. Das heißt, wir können das große Umspannwerk hier erstmal hin platzieren. Je nachdem, wo es gerade passt. Ich würde... Naja, hier könnten wir eigentlich die Toiletten gleich hinbauen. Wobei... Ja. Ich würde sagen, wir platzieren es mal hier hin. Und dann kümmern wir uns darum, dass der Strom auch ankommt. Na, wir haben einen neuen Dino. Also 2. Die beiden Dinos, die jetzt hier freigelassen werden können. Die lassen wir auch direkt mal raus. Sie hier wohlfühlen. Ja, komm raus hier. Gut, ist noch einsam. Aber ich hoffe, er findet sich mit den Dilos zurecht. Sieht aber soweit erstmal ganz gut aus. So, jetzt kommt ein Sturm. Aber wir sollten den zweiten vielleicht nochmal freilassen. Und da können wir dann natürlich jetzt wieder die Schutzräume öffnen. Hier haben wir übrigens schon das Fastfood-Restaurant ist aktuell voll. Das erhöhen wir mal ein bisschen. Dann würde ich sagen, im Souvenirladen machen wir das gleiche auch nochmal. Und bei den Toiletten können wir auch nochmal einen mehr draufpacken. Oh. Okay, die beiden haben Kampf begonnen. Verdammt, das heißt, die passen nicht ganz so gut zusammen, wie ich es gedacht habe. Mist. Ich hatte gehofft, die beiden können zusammen in einem Gehege. Aber das sieht, um ehrlich zu sein, nicht so gut aus. Ja, da... Oh, die kämpfen beide gegeneinander, verdammt. Das heißt, wir haben jetzt hier nur, um ehrlich zu sein, eine Möglichkeit. Also, naja, wir haben mehrere Möglichkeiten. Aber für den Anfang jetzt hier... betäube ich mal die beiden Dinos. Und dann verkaufen wir die.
schwer es mir auch fällt, aber ja, lässt sich nicht vermeiden. Bei der Ranger-Station können wir nochmal ein Upgrade durchführen, und zwar das Teamplanungs-Update, damit wir eine weitere Aufgabe hinzufügen können. So, der Sturm ist vorbei, das heißt, der Sturm ist vorbei, das heißt, wir können die Schutzräume wieder schließen, damit die Leute rauskommen. So, und das Ranger-Team hier soll die einzelnen Tiere auch mal wieder heilen. Gut, und jetzt sagen wir hier bitte einmal den transportieren. Mit R verkaufen wir ihn, ja. Beide werden verkauft. Schade, ich dachte, es würde klappen mit den beiden zusammen in einem Gehege. Aber leider nicht. Wir hätten natürlich auch noch ein zweites Gehege, oder wir können natürlich hier nochmal das Gehege abtrennen. Dann hätten wir aber das Problem, dass wir hier hinten nicht wirklich Platz für Besucher haben. Das heißt, die können hier eigentlich gar nicht wirklich groß gucken. Deswegen holen wir uns einfach nochmal ein paar mehr Dylos rein. Da können wir mal gucken, ob wir das Genom... Wir lassen ihn so erstmal, bevor wir jetzt das Genom modifizieren, erstmal ein paar Dinos hier reinholen. So, und wir müssen natürlich auch nochmal hier das Wissenschaftszentrum reparieren. Das bringt uns ja ganz gut Geld ein. Und... Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag an. Ja, die Inselbewertung bei 2,5 Sternen machen wir. Wir bauen erstmal das neue Gehege. Und zwar können wir da, glaube ich, mit... leichter elektrischer Stahlzaun. Ja, ich glaube, das können wir bei denen machen. Das sind ja Pflanzenfresser. So, und zwar ziehen wir es jetzt hier so rum und koppeln das hier direkt dran. Das heißt, wir verbinden im Prinzip die Gehege miteinander und können dann hier oben einfach ansetzen und das hier so rumziehen. Und dann gucken wir einfach mal. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Gehege. Hoffe ich zumindest. Wir haben keinen Strom hier im oberen Bereich. Ja, weil uns die Kapazität ausgeht. Das heißt, wir verbessern die Leistung hier mal. Sogar zweimal gleich. Warum auch nicht? So, und jetzt dürfte es eigentlich keine Probleme mehr geben, oder? Auch wenn der Zaun hier oben noch, warum auch immer, der hier oben meckert. So, als erstes bauen wir erstmal nochmal ein Tor hier rein. Damit das Ranger-Team auch in das Gehege reinkommt. Oh, die haben immer noch, also die haben immer noch einen Stromengpass. Vielleicht sollten wir dann langsam mal ein mittleres Kraftwerk bauen. Ja, dann machen wir hier einfach das zweite Kraftwerk hin. Ist doch auch in Ordnung. Das passt doch. Und dann sollten wir auch gleich genug Strom für alles erstmal wieder haben. Wenn das dann hier gleich fertig gebaut ist. Gut, dann gucken wir uns nochmal eben die Bedürfnisse an. Nahrung sieht soweit gut aus. Getränke sehen auch gut aus. Einkaufen sieht auch gut aus. Spaß sieht auch gut aus. Toiletten auch. Wunderbar. Alles richtig gemacht erstmal an der Stelle hier. So, es regnet zwar noch ein bisschen, aber Regen stört jetzt nicht unbedingt sonderlich. Und ich würde fast schon sagen, dass wir die nächste Beobachtungsstation Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch hier hinsetzen. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. Müssen wir mal gucken. Ja, das sieht auch hier ganz gut aus. Dann haben wir gleich direkt zwei nebeneinander. Fantastisch. So, dann können wir von beiden Stationen aus hier gucken und dann hacken wir noch. Ja, jetzt natürlich die Frage. Ich denke mal, wir werden dann hier einen Weg drum herum führen, hier außen. Also im Prinzip
Bauen wir jetzt den breiten Weg hier lang weiter. So in die Richtung.